So, das nächste Achtelfinale steht an. Vocal gegen Entertainment. Damit beide Künstler den nötigen Respekt für ihre Leistung bekommen, gibt es zwei Videos. Heute Vocal und morgen dann Entertainment. Wenn ihr also wissen wollt, was diese Pizza-Line mit Breaking Bad zu tun hat und welches Haarspray Vocal benutzt, dann könnte ich euch bei ersterem weiterhelfen. Alle anderen, für die die Haarspray-Frage ebenfalls sekundär sein sollte, begrüße ich zur 39. Folge meiner literaturwissenschaftlichen Analyse, heute mit der Achtelfinalrunde von Vocal. Der Sprechgesang-Stiefbruder von MC Zed bestellt sich heute beim Chinesen die lyrische Ente süß-sauer. Dabei beginnt er seinen Part mit einem Gegnerbezug, der sich auf die Quali vom rappenden Duckface bezieht, der dort folgenden Part rappte. Ich lass dich in den Shotgun-Lauf blicken. Unsere rappende Föhnwelle kontert diese Line sehr humorvoll mit einer schönen Alliteration in der Line: Lass ich dich in den vorgeheizten Backofen blicken. Alliteration-mäßig geht es bei Mr. Glätteisen auch weiter. Eingeweide in Einzelteile. Und auch in der kompletten Line lassen sich weitere Alliterationen entdecken. Doch vorher schneide ich die Eingeweide in Einzelteile, zerteile die Leiche in 200 bis 300 kleine Scheibchen. Vocal zeigt hier schön deutlich an dem Ei-Laut, dass Alliterationen nicht nur am Anfang vorkommen müssen, sondern wie bei seinem Text auch im Mittelteil oder am Ende des Wortes. Dadurch, dass er diese Alliteration einbaut, kann er seinen Text flüssiger flowen. Auch die Pointe kann er punchline-mäßig in seinem Text platzieren, nämlich in diesem Textabschnitt. Nehme den Typen nicht ernst, der beleidigt meine Mutter. Nur bis ich dann sage, seine Handbedeckung sind 2 Putzhandschuhe. Damit meine begriffsstutzigen Bildungsverweigerer auch noch zu einem Hauch literarischer Bildung kommen, sei erklärt, dass eine Pointe die Bezeichnung für einen überraschenden Schlusseffekt ist. Auf Vocals Part bezogen sind es die 2 Putzhandschuhe, die er spannungsmäßig gut aufbaut und am Ende erst punchline-mäßig auflöst. Apropos auflösen, sicherlich hat sich das ganze Haarspray in Vocals Haaren aufgelöst bei dem ganzen Regen, der da beim Videodreh runtergekommen sein muss. Allerdings hatte der Regen keine Auswirkung in puncto Punchlines, denn da ist der gute Vocal gut aufgelegt, wie die Pässe für Thomas Müller. Der ballert mal eben als stilistischen Schlussakkord eine lupenreine Hyperbel-Übertreibung raus, nämlich in dieser Line. Und nach dem Battle klagt die Peter wegen Folterung von Tieren. Kann man auch verstehen, weil er hiernach vollkommen zersiebt ist. Er foltert ihn lyrisch so stark, dass sogar schon die PETA, eine Tierschutzorganisation, einschreiten muss. Der erste Part von Vocal ist vollgepackt mit Punchlines und genialen Einfällen. Einzig und allein die Reime kommen hier etwas zu kurz und geben dem Flow den Vorzug. Der Punchline-verliebte Philosophiestudent im vorletzten Semester holt sich in der Hook Unterstützung von Bessier, dessen Gesicht mich etwas an die Anonymous-Maske erinnert. Auch wenn der Typ sich mimikmäßig noch etwas unsicher auf dem Bötchen fühlt, liefert er eine ansehnliche Hook ab, die unser eiweißreiches Entenbrustfilet aufgrund seiner gelben Verkleidung in die Ecke eines sehr bekannten Image-Rappers platziert, dessen Identität im Moment noch sehr schwammig ist. Der Part mit dem alles wiederholt sich, ist eine kleine Anlehnung an die Battle-Runde von Diverse gegen Entertainment, die Diverse damals für sich entscheiden konnte. Dort wird er in der Hook von Ahmed unterstützt, der diese Zeile gerappt hat. Das Ganze ist also eine punchline-mäßige Prophezeiung an Entertainment, dass ihm das gleiche Schicksal drohen könnte, wie damals. Könnte. Konjunktiv. Unser Flo-Friseur bezieht auch ein weiteres Mitglied der Trillfingers-Crew in seine Runde mit ein, nämlich den guten Koala G.O.T. Ich hoffe, man spricht ihn so aus. Ansonsten dürft ihr mit eurem Streberwissen zur Aussprache in den Kommentaren protzen. Zurück zur Line. Sie lautet: Koala sitzt mit ihm im Gehege und sie beraten sich. Wie battelt man einen Rapper, der eine ganz andere Sprache spricht? Vocal spielt hier sehr schön mit dem Image-Rap der beiden und den tierischen Namen und bindet das Ganze in den Sprachzusammenhang ein. Sehr gelungen, wie ich finde. Wie im Intro dieses Videos versprochen, gibt es eine Line, die viele Flutspielen bis jetzt noch nicht verstanden haben. Puh, zum Glück seid ihr an den Breaking Bad Fan Nummer 1 Blubby geraten. Es ist auf jeden Fall schon mal eine Schande, wenn ihr Breaking Bad nicht kennt. Das müsst ihr schleunigst nachholen, denn dann erfahrt ihr, dass die Line
Ente ist jetzt depressiv. Ich gebe ihm einen aus. So wie bei diesem Walter White-Digger. Die Pizza geht aufs Haus. Einen filmischen Bezug zu dieser grandiosen amerikanischen Serie hat. In einer Folge streitet sich Walter White, der bekannteste Chemielehrer der Welt, mit seiner Frau. Sie schmeißt ihn mitsamt seiner XXL-Pizza, die er für seine Familie geholt hat, aus dem Haus. Walter ist daraufhin so verärgert, dass er die Pizza auf das Dach seines Hauses feuert. Ich habe euch das passende Video zu dieser Szene, die absolut episch ist, in der Videobeschreibung verlinkt. Für diese Line bekommt unser 3+ des JBB extra Punkte von mir. Nicht nur für den Filmbezug, sondern auch für die Doppeldeutigkeit, die sich in der Line versteckt. Wenn eine Pizza aufs Haus geht, bekommt man sie für umsonst. Damit will MC Zeds Stiefbruder ausdrücken, dass er den Ausgang des Battles schon vorhersehen kann und Entertainment mit einer Pizza entschädigen will. Welcher Belag könnte denn wohl auf dieser Pizza sein? Eure Pizzabelege könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Den zweiten Gastpart übernimmt Diverse, dessen Grinsevolumen mit dem Verstreuen von Paniermehl exponentiell ansteigt. Ich denke, mit diesem Feature hat keiner gerechnet. Mir gefällt dieser Part der beiden, wo sie sich CCN-mäßig bei ihren Lines abwechseln, sehr gut. Allerdings gibt es eine Menge humorbefreiter Hohlbirnen, die es unfair finden, dass Vocal von Diverse supported wird. Was sagt ihr zu diesem Vorwurf? Das würde mich mal interessieren. Meinung zum Diverse-Feature in die Kommentare. Wenn man meiner Meinung nach Vocal extra Punkte geben sollte, dann auf jeden Fall für den Beat, den DJ Marsiv bombenmäßig gezimmert hat. Die Videoproduktion von Rare Production, bei der Leon Bess 1, 2 oder 3 mäßig das Kamerakind gespielt hat, ist noch etwas verbesserungswürdig. Da gab es beim Videodreh allerdings auch nicht die optimalsten Voraussetzungen. Die Idee mit dem See und dem Ententretboot ist schon sehr kreativ. Allerdings hätte ich mir persönlich ein paar mehr Locations gewünscht. Bei der Backofenline wäre es sicherlich cool gekommen, wenn sich der hergedresste Vocal in einem lokalen Imbiss vor den Backofen gestellt hätte. Wie hat euch das Video gefallen und welche weiteren Drehorte würden euch so spontan einfallen? Und wen seht ihr im Battle vorne? Vocal oder Entertainment? Hashtag Abstimmung in den Kommentaren! Wenn euch dieses Video gefallen haben sollte, Konjunktiv, dann gebt mir kannibalmäßig euren Daumen. Und wenn ihr mich supporten wollt, dann macht es wie dieser Moses mit dem Wasser. Teilt das Ganze. Danke euch.